Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein Fullface für dich mit Produkten, die ein Haar haben. Also Fullface Haarprodukte. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich habe doch einiges gefunden, was ein Haar drin hat und manchmal musste ich, was ein Haar drin hat vor allem, ne? Ja, im Namen und so, ne? Oder in der Farbbeschreibung und manchmal muss ich doch ein bisschen tricksen. Ich habe auf jeden Fall einen Kaffee hier. All we need is love. Ist das nicht die Wahrheit? Und ich würde sagen, wir starten einfach mal. Zuallererst muss ich mein Haarreif aufsetzen. Ja, manche Wortwitze sind dann doch etwas schlecht, Claudi. Und natürlich gibt es hier auch eine Verlosung, ne? Das auf jeden Fall. Ich starte mal mit dem Primer Hypoallergenic. Ist die Marke Dermalogist Approved, der Anti-Redness Primer. Ich habe jetzt nicht so ultra viele Rötungen, aber den hatte mir ja die liebe Alexandra empfohlen. Und der wird jetzt mal getestet. Er ist einfach grün. Kommt in einem Pumpspender und der kommt wirklich grün raus. Ui. Falls ihr es hier schlabbern, wuseln, tapern, wie auch immer hören solltet. Ja, wir haben ja aktuell einen weiteren Hund in Pflege. Das ist die liebe Lilly von meiner lieben Tante. Und die sind hier gerade unterwegs und meine Tür ist offen. Deswegen könnte es sein, dass die hier rumtapern könnten. Die haben eben Leckerlis bekommen, sollten eigentlich beschäftigt sein. Aber gut. Wer mir auf Insta folgt, hat das auch schon gesehen. Ich teile da ja auch immer in der Story, was so aktuell in meinem Leben passiert. Wenn was passiert, ich habe jetzt nicht das spannendste Leben auf der Welt, deswegen tue ich mich mit Vloggen auch immer so schwer. Der Primer riecht übrigens nach nichts. Und ich finde auch irgendwie nicht, dass er irgendwas macht. Er ist einfach nur da. Auch von der lieben Alexandra habe ich bekommen Dermacool Filmstudio Barandovov in Prag, das Make-up-Cover. Und hier steht drauf Hypoallergenic. Lichtschutzfaktor 30 und waterproof. Ich hatte die Wahl zwischen dieser hier und der Hello Happy von Benefit. Und die Hello Happy von Benefit, die habe ich ja schon öfters mal getestet. Dementsprechend habe ich mich jetzt mal für die neue quasi entschieden. Und ich weiß wirklich nicht, wie viel man davon auftragen soll. Das ist halt so eine richtig pastige Foundation. Und die würde ich mir jetzt gerne zunächst mal mit dem Finger aufgeben. Die ist sehr, sehr dick von der Konsistenz. Ich hoffe, dass die einfach jetzt gut mit dem Primer verschmilzt und nicht allzu austrocknend ist. Ich mache sie jetzt erstmal nur auf eine Hälfte. Und die ist so cremig, ne? Jetzt nehme ich mir hier einen Stippling Brush aus dem Mrs. Bella Pinsel Set, um die Foundation zu verteilen. Die riecht auf jeden Fall sehr gut. Und die Deckkraft würde ich als sehr, 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 sehr leicht bezeichnen. Und von der Farbe her passt das eigentlich wohl, ne? Ja, sieht man jetzt so keinen großen Unterschied. Deswegen mache ich mir auch noch auf die Seite mit dem Stippling Brush was drauf. Muss man halt wirklich schauen, ob man die Textur halt mag. Weil ihr seht, ne, das ist sehr pastig, sehr, sehr cremig. Halt wie eine BB-Cream, würde ich sagen, ne? Vom Auftrag und vom, wie sie sich so verhält. Und dann arbeite ich die einfach mit meinem Emberschwämmchen ein. Das ist fast wie eine Creme. Also ich sehe da ehrlich gesagt keinen Effekt irgendwie, ne? Also die hat schon so minimal ausgeglichen und sie ist sehr, sehr leicht, sehr angenehm, halt wie eine Creme. Aber ich spüre keinen oder ich sehe keinen Unterschied. Es fühlt sich an wie eine Creme und es sieht auch aus wie eine Creme. Weiß ich nicht. Siehst du einen Unterschied? Schreib mir das gerne mal unten in die Kommentare. Also ich sehe nix. Was nicht schlecht ist, ne? Also ich werde sie auf jeden Fall noch weiter testen und ich kann mir gut vorstellen, dass es eine tolle Alltagsgeschichte ist, die man sich einfach eben schnell ins Gesicht gibt und dann so aus dem Haus geht, dass man gar nicht groß was verblenden muss. Also von daher bleibt sie auf jeden Fall. Also ich finde das jetzt so im Zusammenspiel ganz schön. Ich finde, dass mein Hautbild sehr ebenmäßig und sehr ausgeglichen aussieht. Also das gefällt mir einfach gerade sehr gut. Darauf einen Schluck Kaffee. Als Concealer habe ich den Hey Honey Concealer, der jetzt in der Glossy Box Superbox mit drin war. Trick and Treat und das ist der Light to Medium Tone Concealer. Achso, alle Produkte stehen natürlich wie immer unten in der Infobox, ne? Weiße Bescheid. So, den gebe ich mir jetzt hier auf und auch das ist, glaube ich, eine sehr, sehr leichte Geschichte. Ach ja, Problem mit diesem Concealer, da ist nicht so viel drin, wie es aussieht. Ich hatte euch irgendwann mal erzählt. Dass ich mein Auto in Reparatur habe. Und heute ist es ungefähr 3,5 Monate her. Ich kann es abholen. Ich habe Gott sei Dank einen lieben Opa,
Der hat mir in der Zeit seinen Wagen geliehen. So, der Concealer ist eingearbeitet. Ich gucke mir das Ganze noch mal kurz aus der Nähe an. Dafür nehme ich wie immer Janas Spiegel. Dann blende ich den noch vorsichtig ein. Jetzt nehme ich als Lidschattenbase von Too Faced die Shadow Endurance 24 Plus Hour. Hour, also ein H ist auch mit drin. Anti-Crease. Ein Eyeshadow Primer. Den gebe ich mir am liebsten mit dem Finger einfach auf. Das kann ich dann besser portionieren. Mit dem By Terry Hyaluronic Hydra Powder wird jetzt alles einfach mal abgepudert. Das ist ein loses Puder, was ich gerade nicht aufkriege. So, schwere Geburt. Erstmal so unter den Augen etwas setten. Und dann das ganze Gesicht. Ja, weil das macht einen schönen Weichzeichner-Effekt. Ich mag das richtig gerne. Und meine Haut fühlt sich danach nicht sofort trocken an. Ne? Das ist so durchfeuchtet. Halt dieses Hydra-Powder, was halt hier draufsteht. Hyaluronic Hydra-Powder. Als nächstes verwende ich den Augenbrauenstift von Dr. Pierre Ricot in der Farbe Hellbraun. Ich habe Glück. Ein Haar. Sonst hätte ich ein Problem gehabt bei dem Augenbrauenstift. Aber hey, ihr verzeiht mir auch, wenn ich mal ein bisschen trickse. Ne? Wie gesagt, Lieblingsaugenbrauenstift, perfekte Farbe. Die Augenbrauen sind gemacht und sitzen und gefallen mir sehr gut. Als Lidschattenpalette verwende ich diese hier, Love and Hatice Schmidt. Das ist die The Tears Hot Palette. Das ist tatsächlich die einzige Lidschattenpalette, die ich besitze mit Haar. Und ja, ne? Habe ich jetzt zum Geburtstag bekommen. Vielen, vielen Dank nochmal dafür. Und hier haben wir die Töne. Ich traue mich meistens gar nicht, die zu benutzen, weil die einfach so schön ist und ich sie nicht weg machen will, aufbrauchen will. Aber heute wird sie verwendet. Jetzt könnt ihr übrigens die Base auch nochmal von Namen sehen. Also mir gefällt die wirklich gut, ne? Überraschend gut. Mit der Farbe Bone werde ich zunächst mein Lid setten, beziehungsweise den Lidschattenprimer. Selbstverständlich kommt Mutti in meine Lidfalte. Immer etwas höher ansetzen, wenn du ein Schlupflid hast, damit man das halt auch noch sieht. Ansonsten verschwindet halt die Farbe im Schlupflid und das ist einfach zu schade. Diese Farbe, Beschlissen, gebe ich mir außen hin mit dem Finger. Ich nehme heute keine blauen Töne, denn Leute, bitte verzeiht mir, aber ich gehe ja noch raus und muss harte Verhandlungen mit dem Automenschen machen, deswegen gibt es kein Blau. Wir verblenden die Farben etwas ineinander. Slay kommt auf mein komplettes bewegliches Lid. Und Baby kommt auf das Zentrum. Und dann nehme ich mir wieder ein bisschen Mutti und verblende hier oben nochmal die Lidfalte ein bisschen. Natürlich gebe ich mir Hattie Shade noch als Topper drüber. Auch unter den unteren Wimpernkranz gebe ich mir Mutti. So, und auch ein bisschen von dem Rot, von dem schimmernden Rot, dieses Beschlissen, gebe ich mir dann auch unten nochmal ein bisschen außen unter den Wimpernkranz, um das halt zu verbinden. Ne? So sieht das dann erstmal aus. Mir fehlt noch was, und zwar Inner Corner Highlight, Augenbrauen Highlight. Dafür nehme ich dann die Farbe Baby, die ich ja auch schon auf meinem Zentrum habe. Als Eyeliner verwende ich hier von Wet n Wild den H2O Proof oder H2O Proof Liquid Eyeliner. Das ist ein Dip Eyeliner und der schaut so aus. Nicht der schönste, präziseste und beste Eyeliner der Welt. Ich komme mit diesen Dip Eyelinern einfach nicht klar. Das heißt, der wird auch direkt in meine Aussortierkiste wandern. Heute möchte ich meine Mascara auftragen, bevor ich mein Gesicht fertig mache. Obwohl, ihr seid gerade so nah. Ihr könnt es auch von Namen euch mal angucken, wie ich mein Gesicht so fertig mache, wa? Machen wir das doch einfach mal. Als Bronzer nehme ich hier aus der Hey Cheeks Palette von Essence den Bronzer. Und zwar den Matten. Du hast ja hier ja den Matten, du hast den schimmernden Bronzer und ich nehme hier ganz gern den Matten. Immer wieder eine Freude, mit ihnen zu arbeiten. Hey Cheeks Palette von Essence. Blush, da habe ich hier von Rival de Loupe Young den Tropical Heat Blusher. Und das ist einfach ein Blusher aus einer LE, der so ausschaut. Hat einen ganz leichten Schimmer mit drin, ist aber ultra pigmentiert.
Und das ist einfach für mich so dieses, du machst ihn einmal drauf und er ist da. Du musst nicht mehr groß verblenden, ne? Er funktioniert einfach ganz gut, ne? Also das ist halt ein Blush, den ich sehr, 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 sehr gerne mag. Das sieht doch frisch aus. Das mag ich richtig gerne. Highlighter. Ja, von Love. Love Lights. Halo Light in Iridescent Powder. Ein irisierendes Puder. Hat er eine Farbe? Nö. Der geht steil. Ja, nass, schön. Lasset die Spiele beginnen. Der ist jetzt nicht so kabumm, aber ich möchte ja heute Abend noch ernst genommen werden, wenn ich harte Verhandlungen führe. Da ich da halt immer so vorsichtig reingehe, sieht der auch noch quasi aus wie neu, ne? Das ist der Wahnsinn. Oh, ist immer so ganz vorsichtig mit dem Pinsel durch, weil du direkt dein Pigment bekommst. Der schimmert halt auch so ein bisschen rosa. Da muss man immer mit aufpassen, dass man dann nicht zu viel von nimmt. Aber ich finde den schön. Und so glänze ich dezent, aber schön vor mich hin. Ich benutze dennoch jetzt schon mal ein Fixing Spray und zwar von 183 Days bei Trend It Up, das Fix and Summer Glow Finish Spray, diesen wunderschönen rosa Hasen Mascara. Da habe ich von Lancôme die Hypnose Mascara So Black. Das ist hier so ein kleines Prüppchen. Doll Eyes. Puppenaugen. Na, da gucken wir mal. Das hat so ein kegelförmiges Bürstchen, was hinten extrem breit ist und vorne sehr, sehr schmal. Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Joa, kann man machen. Ist jetzt aber nichts, was mich vom Hocker haut, muss ich gestehen, ne? Also ich werde die jetzt im Alltag noch ein paar Mal verwenden, ohne dass ich halt so ein Augen-Make-up damit schminke, um dann halt zu entscheiden, ob sie bleibt oder nicht. Weil so macht sie jetzt ein solides Ergebnis. Sie trennt die Wimpern wohl, aber es ist jetzt kein Kaboom. Da mag ich meine Paradise Ecstatic von L'Oreal doch deutlich lieber, muss ich gestehen. Ja. So, kommen wir zu den Lippen. Da wird es jetzt auch etwas metallischer. Und zwar habe ich da von Huda Beauty den Liquid Matte Lipstick. Der ist aber, Leute, schimmernd und kupferfarben. Das ist die Farbe Socialite. Ja, also matt finde ich den nicht. Und um meine Lippen zu umranden, nehme ich von Manhattan ein Extreme Last Lip Liner, wo keine Farbe draufsteht. Aber ich würde sagen, diese Farbe ist hellbraun, oder? Ja, also ich trage den Lip Liner auf und verblende ihn auch meistens noch ein bisschen nach innen. Und weil der so schön cremig ist, geht er auch schon direkt in die Lippen rein. Und ich denke auch, so ein Braun würde auch zum Look passen, ne? Aber es kommt jetzt dennoch noch der Liquid Lipstick drüber. Ich glaube, der war mal in der Glossy Box drin oder so, ne? Ja, ich finde, dass das sehr gut zum Look passt. Was meinst du? Ja, gefällt mir persönlich richtig gut. Der muss jetzt noch ein bisschen antrocknen und danach wird er wirklich halten, das sage ich dir. Folgende Produkte gibt es in diesem Video zu gewinnen. Diese hier. Und zwar von Essence die Be My Highlight Palette. Das ist so eine richtig schöne Highlighter Palette mit 4 prismatischen Tönen. Ein Hochzeitssettchen. Das ist eigentlich so ein kleines Täschchen, was halt so mit Spitze ist. Und in dem Inneren befinden sich diese Produkte. Garnier Skin Active Hydra Bomb Augentuchmaske mit Kokoswasser und Hyaluronsäure. Kneipp Badekristalle Hashtag locker bleiben mit Hanf und Patchouli. Von Catrice Glaudoscope Highlighter Palette. Und von Essence Shine 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 Wet Look Lip Gloss in der Farbe Happiness in a Bottle. So, jetzt mache ich mich mal eben kurz fertig, sprich ich mache mir Schmuck drauf, ich mache meine Haare auf und dann sehen wir uns sofort wieder. So, jetzt kommt noch ein Parfüm drauf und zwar habe ich hier das Sweet Hope von Larive heißen die Düfte, genau. Das ist wundervoll. Ja, ihr Lieben, das ist nun der fertige Look zum Buchstaben H. Ansonsten, ja, ich hoffe, dass dir dieses Video gefallen hat. Wenn dem so ist, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist zu den ganzen Style & Talk Videos. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Da würde ich mich echt drüber freuen. Ja, lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!